glaube, er hat mir die Chance gegeben, dass ich mich beweisen kann, dass ich zeigen kann, was ich kann. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich habe mein Bestes gegeben und alles Weitere wird dann der Teamchef entscheiden. Ja, klar, also ich bin hingefahren, habe natürlich gehofft, dass ich Minuten bekomme. Ich glaube, ich habe es ganz ordentlich gemacht. Und ja, für welchen Spieler ist es halt nichts Besonderes, für seine Nation ganz oben zu spielen, war natürlich was Besonderes. Und ja, hoffentlich kommen dann auch weitere. Im ersten Spiel war ich schon ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Aber natürlich, ich glaube, er weiß jetzt auch, was ich kann. Ich glaube, gerade im ersten Spiel habe ich direkt einen Schwung gebracht gegen die Franzosen, wo die wirklich richtig einen guten Tag hatten. Und ja, ich glaube, wenn man dann so gut reinkommt, wie, glaube ich, ich in Frankreich, dann, glaube ich, hat er mich im zweiten Spiel auch einfach nochmal belohnt. Ich kann ja nichts sagen über den Wettbewerb. Ich mache nicht, aber ich glaube trotzdem für die Spieler ist es geht ja um was und ich glaube für den Spieler ist es vielleicht doch besser, wenn es um was geht, als wenn es einfach nur Freundschaftsspiele sind, dass wir abgestiegen sind. Also wir hatten ja eine richtig gute Gruppe, muss man auch sagen. Unterm Strich haben wir es vielleicht im letzten Spiel dann gegen die Kroaten in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht. Da müssen wir wahrscheinlich mit 2 bis 3 Toren Unterschied führen, denke ich mal. Und ja, dann wären wir auch nicht abgestiegen. So sind wir abgestiegen und ja, werden wahrscheinlich wieder angreifen, dass wir wieder in der A-Nations League spielen. Ich glaube, der Teamchef hat einige Baustellen bzw. einige Sachen mehr zu erledigen, als mit einem Spieler, der das erste Mal dabei ist, irgendwelche Perspektiven aufzuzeigen. Ich glaube, er hat mir die Chance gegeben, dass ich mich beweisen kann, dass ich zeigen kann, was ich kann. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich habe mein Bestes gegeben und alles Weitere wird dann der Teamchef entscheiden. Ich finde ja auch gegen Leverkusen davor war ich richtig gut. Das heißt, Schwung mitnehme ich. Natürlich beflügelt mich das, wenn ich jetzt mein A-Team-Debüt gegeben habe und ich versuche jetzt auch hier weiter meine Leistungen zu zeigen. Ich glaube schon, dass Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen vielleicht noch ein bisschen stärker ist, wenn man dann in A-Nationalteam spielt und dann zurückkommt. Aber ja, ich kenne meine Jungs ja hier, die wissen, was ich kann. Somit werde ich einfach weiter Gas geben. Keine Ahnung, das muss der Trainer beantworten. Die Minuten, was ich bekomme, werde ich Gas geben. Und ich glaube, gerade in Leverkusen habe ich gezeigt, dass ich ja richtig gut spielen kann. Und alles Weitere liegt dann vielleicht auch ein Stück an mir. Ja. Ihr seht halt immer nur, der ist nur reinkommen und so, aber Fakt ist ja auch, ich war direkt nach Cottbus-Spiel hatte ich Corona. So. Und natürlich hat die Mannschaft dann auch sehr gut gemacht, vor allem gegen Wolfsburg, gegen Dortmund. Dann ist natürlich schwer reinzukommen, wenn die es gut machen, ist ja natürlich klar. Fakt ist, glaube ich, dass der Trainer trotzdem ja, auf mich baut, auf mich setzt und, glaube ich, auch weiß um meine Qualitäten. Und egal wann, ob ich nur reinkomme oder auch von Beginn an spiele, werde ich versuchen, die am Platz zu bringen. Ich habe keine Sorge. Leo kommt zurück. Wir freuen uns, dass er zurückkommt, weil enorme Qualität wieder zurück am Platz kommt, die wir auch brauchen in der Bundesliga. Und Fakt ist, dass wir einfach ein richtig gutes Mittelfeld in meinen Augen haben und der Trainer entscheidet einfach, ja, wer in diesem Spiel vielleicht der Bessere ist. Und Fakt ist, wir sind ja, gute Jungs, wir verstehen uns gut und so treten wir auch auf. Wer irgendwie mit dem österreichischen Fußballverband oder mit dem österreichischen Fußball ja, in Verbindung gebracht wird, natürlich kennt Andi Herzog und auch was er hier für ein riesen Standing hatte, beziehungsweise was für ein riesen Spieler er eigentlich war. Fakt ist, ich weiß jetzt nicht, 100 pro, wie er gespielt hat. Ich weiß, dass er Spielmacher war, aber ich glaube, er war auch gut, hat immer gut gescored, wenn es mich nicht täuscht. Natürlich ist es für einen österreichischen Spieler immer was Besonderes, wenn so gute Spieler, beziehungsweise auch Andi Herzog hat ja auch ja, schon oft gut über mich gesprochen und das ehrt mich natürlich sehr. Ich glaube, in diese Fußstapfen zu treten ist ziemlich schwer, weil ja, bis vor kurzem war auch noch Rekordnationalspieler. Hat bei Bayern München gespielt, bei Werder super erfolgreich, ist natürlich schwer, aber Fakt ist, ich will einfach das Bestmögliche aus mir rausholen und da schaue ich jetzt nicht wirklich auf andere. Natürlich wollen wir hier vom heimischen Publikum gewinnen, aber wir wissen auch, wie formstark Gladbach ist. Nichtsdestotrotz gehen wir mit breiter Brust raus und werden versuchen, das Spiel zu gewinnen. Ich glaube, dass die ziemlich ballsicher sind. Also wenn man die ersten Spiele gesehen hat, versuchen viel über Ballbesitz zu kommen. Aber wo sie richtig Stärken haben, ist auch gerade im Umschaltspiel mit Thuram und so. Wenn die mal kontern können, dann wird es richtig schwer.